Hi, mein Name ist Raphael. Meiner ist Dominik. Und zusammen haben wir über 12 Jahre Recruiting-Erfahrung. Und uns war schon immer wichtig, das Recruiting mit Herz, Empathie und Verstand zu machen. Und genau deswegen konnten wir allein schon im ersten Gründungsjahr über 15 Teammitglieder gewinnen, über 100 Kunden für uns begeistern und 110 Kandidaten vermitteln. Für mich und für mein Team ist Recruitment Circle eine Firma, die sich der Vermittlung von Tech-Personal angenommen hat. Wir vermitteln seniorige Tech-Personen von einem Unternehmen zu dem anderen. Und unsere Aufgabe ist es, hier als Schnittstelle zu fungieren zwischen dem Bewerber und dem Unternehmen. Unser Ziel ist es, innerhalb von 22 Tagen den gesamten Prozess zu gewährleisten, sodass in 22 Tagen der A-Player bei dir auf der Matte steht. Jede Zusammenarbeit bei uns beginnt mit einem sogenannten Onboarding. Da geht es darum, euch haargenau kennenzulernen, weil am Ende des Tages werden wir eure Recruiting-Abteilung, die bloß in Berlin sitzt. Und gleichzeitig geben wir euch dann das komplette Setup mit, damit alle Kandidaten, die wir euch liefern, wie in einem Formel 1 Boxenstopp schnell durch den Interviewprozess gebracht werden. Generell ist der Prozess innerhalb von 22 Tagen bei uns möglich. Erster Schritt, wir kommen zu euch und machen mit euch die Analyse. Zweiter Schritt, wir machen die Ansprache über verschiedenste Netzwerke. Dritter Schritt, wir sind Mediatoren im Interviewprozess und begleiten euch währenddessen. Und im vierten Schritt, wenn der Kandidat anfängt bei euch, sind wir auch noch dabei. Wir möchten, dass der Kandidat langfristig bei euch arbeitet und langfristig auch ins Team integriert wird. Und dadurch halten wir langfristig auch Kontakt über 12, 18 Monate. Nicht nur mit euch, sondern auch mit dem Kandidaten und versuchen euch da zu unterstützen. Was uns auszeichnet, ist, dass wir ein Partnernetzwerk mit anderen Recruiting-Firmen wie wir aufgebaut haben, in dessen CRM-Systeme wir fischen können, damit wir euch am Ende des Tages mehr Kandidaten liefern können als alle anderen. Und das bei einer Interview-Einladungsquote von 80%.